Was mich betrifft, ich bin statt des Gewinsels mehr für die stille Welt des Pinsels. Und was auch einer sagen mag, genussreich ist der Nachmittag, den ich inmitten schöner Dinge im lieben Kunstverein verbringe. Natürlich meistenteils mit Damen. Dort ist das Reich der goldenen Rahmen. Dort herrschen Schönheit und Geschmack. Dort riecht es angenehm nach Lack. Dort gibt die Wand sich keine Blöße, denn Prachtgemälde jeder Größe bekleiden sie und warten ruhig, bis man sie würdigt. Und das tue ich mit scharfem Blick. Nach Kennerweise schaue ich zunächst mal nach dem Preise. Boah. Und bei genauerer Betrachtung steigt mit dem Preise auch die Achtung. Ich blicke durch die hohle Hand, ich blinzle, nicke. Ah, charmant, dies Kolorit, die Pinselführung. Die Farben, Töne, die Gruppierung, dies Lüster, diese Harmonie. Ein Meisterwerk der Fantasie. Ach, bitte, schauen Sie nur, Comtesse. Und die Comtesse sich unterdes in duftigen Batiste schneuzend, erwidert schwärmerisch, oh, wie reizend. Ein Mädchen, seine süße Qual, sein Himmelstraum, sein Ideal, die glühend ihm entgegenfliegt, besiegt in seinen Armen liegt. Sie flüstert schmachtend inniglich, o glücklicher Mensch, ich schätze dich. Und dass du so mein Herz gewannst, macht nur, weil du so dichten kannst. Ach ja. Begeistert blickt er in die Höhe. Oh! Willkommen, herrliche Idee! O Pegasus, du Dichterschimmel, reit mich in meinen Lyrikhimmel. Auf deinen göttlich breiten Schwingen mag eine Ballade mir gelingen. Rums! Die Tür an Bein und Arm. Geräuschvoll hängt der Kinderschwarm. Ho, ruft der Fritzel, Kinder hört, heut spielen wir mal Droschkenpferd. Papa ist Gaul und Kutscher ich. Ja, ruft die Gustl, fahre mich. Ich, ruft der Franz, will hinten auf. Oh, hopp, hopp, mein altes Pferdchen, lauf. Ruft der kleine Balduin. Au, will er nicht ziehen? Au, so zwick ich ihn. Au. Wer kann bei solch bewandten Dingen ein Dichterwerk zustande bringen? Ah, seid mir willkommen, mein Lieber. Hier, bitte. Lehnen Sie sich hinten über. Bald kennen wir den Fall genauer. Dein Finger schmeckt ein wenig sauer. Nun stützt das Haupt auf diese Lehne und denkt derweil an alles Schöne. Na, wie war das? Wie? Habt ihr nichts gespürt? Ich glaube, da hat sich was gerührt. Boah. Vergeblich ist die Kraftentfaltung. Der Zahn verharrt in seiner Haltung. Hab's mir gedacht, spricht Dr. Schmurzel. Das Hindernis liegt in der Wurzel, wo es sich schrecklich konzentriert. Schon wird der erste Stich verspürt. Kaum fühlt man das bekannte Bohren, das Rucken, Zucken und Rumoren und aus ist mit der Weltgeschichte. Vergessen sind die Kursberichte, die Steuern und das Einmaleins, kurz jede Form gewohnten Seins. Ich bitte bloß um 3,10 Mark. Recht gute Nacht. Auf Wiedersehen! Das wohlgeübte Fingerpaar ergreift so viel, wie nötig war, denn sparsam. Selbst im Überfluss vertieft man sich in den Genuss. Äh,
zwar fühlt man sich zuerst geniert, da man nur halbe Wirkung spürt, doch soll ein mildes Nasenreiben die Sache fördern und betreiben. Auch wird das Sacktuch blau geblümt als Nasenpfeile sehr gerühmt. Und hilft auch alles dieses nicht, so hilft ein Blick ins Sonnenlicht. Die Spannung steigt, der Drang wird groß. Still, gibt Acht, gleich geht das los. Was die Seele dumpf umhüllt, wird plötzlich heiter, klar und mild. Ja, sehr erheitert uns die Prise. Ja. Vorausgesetzt, dass man auch niese. Welch bösen Streich ein Bub gebiert, weiß er, wie Pulver funktioniert. Zudem ist er noch im Besitze einer oft bewährten Spritze. Und da er noch einen Schlachter kennt, füllt er bei dem das Instrument. Die Nacht ist schwarz. Herr Bödel liest. Bums! Hört er, wie man draußen schießt. Er denkt, was mag da vor sich gehen? Ich muss mal aus dem Fenster sehen. Es ist der Strahl vom Blut gerötet. Herr Bödel ruft, ich bin getötet. Mit diesen Worten schlägt er nieder und streckt die schreckgelebten Glieder. Frau Bödel war beim Tellerspülen. Sie kommt und kreischt mit Angstgefühlen. Ach, Bödel, lebst du noch, so sprich. Kann sein. Herr Mann, wasche mich. Bald zeigt sich, wie die Sache steht. Herr Bödel lebt und ist komplett. Sogleich in eigener Person fort stürmt er auf die Redaktion. Hey, des Autors Physiognomie bedroht er mit dem Paraplü. Der Kritikus in Zornextase spießt mit der Feder Kunos Nase. Ja! Ein Stich, der umso mehr verletzt, da auch zugleich die Tinte ätzt. Stracks wird der Regenschirm zur Lanze. Flugs dient der Stuhl als eine Schanze. Vergeblich ist ein hoher Stoß. Auch bleibt ein tiefer wirkungslos. Indessen zückt der Kuno aber den Bleistift Nummer 5 von Faber. Und Hinterstich, der sehr rumort, wird mehrfach peinlichst angebohrt. Zack, 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 zack. Der Kuno, seines Sieges froh, verlässt das Redaktionsbüro. Ein rechter Maler, klug und fleißig, hat stets einen spitzen Bleistift bei sich. Was mich betrifft, ich bin hienieden, Gottlob und Dank, so recht zufrieden. Ein jeder Narr tut, was er will. Ja, sei es drum. Ich schweig nun still und bleibe, und bitte keinen Tusch, jetzt und auch ewig der Eure, Wilhelm Busch.